mir fiel gerade was, im wahrsten Sinne des Wortes, die Hände. Und zwar diese Zettel, diese Handzettel, die hatte die Frau Mahr schon mal mitgebracht. Und die waren ganz ratzfatz weg und hat wieder welche drucken lassen. Hier geht es um den WHO-Pandemievertrag. Aufklärungszettel, die könnt ihr bitte alle mitnehmen und in die Briefkästen verteilen oder in die Läden verteilen, wo auch immer hin. Die sollen übers Volk, damit die Information auch mal außerhalb der Blase die Menschen erreicht. Wir hier müssen uns das nicht immer alles sagen, wir wissen das schon. Aber es gibt eben noch ganz viele, denen das vorenthalten wird, diese Informationen. Und dafür sind diese Zettel sehr gut. Nehmt sie mit, verteilt sie einfach und nehmt bitte auch die Banner-Transparente hier mit und hängt sie an die Zäune, verschenkt sie. Ich habe erst gerade eins verschenkt an jemanden, der am Rand stand, hat sich sehr gefreut. Nehmt sie mit und schenkt sie lieben Menschen. Danke. So, passt gerade zum heutigen Tag. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, es wird gerade eine nächste Sau vorbereitet, die jetzt über den Sommer durch die Länder getrieben wird oder durch die Städte und Gemeinden. Die Sau nennt sich Hitzeschutz. Ja, früher nannte man das Sommer, heute heißt es Hitzeschutz und Katastrophe und was weiß ich. Also wir reden jetzt schon von Temperaturen ab 25 Grad aufwärts, das sind doch einmal ganz gefährliche Sachen. Und man will es ja nur gut mit uns meinen, man will uns schützen vor uns selbst wahrscheinlich. Was hier dahinter steckt, ist klar. Hier geht es wieder um Bevormundung, hier geht es wieder um den sogenannten Klimaschutz, um Drangsale, um Entmachtung, um Einschränkungen. Das ist das, was dahinter steht, um Vorschriften. Und wir können nur wieder mal laut und deutlich sagen, nein, wir machen da nicht mit, weil ihr seid weder legitimiert, die ihr uns das aufdrängen wollt, noch seid ihr von uns gewählt. Ihr seid nicht unsere Politiker, so wie du es erst gesagt hast. Nein, es sind nicht unsere Politiker. Es sind leider Politiker oder die regieren, die uns derzeit denken zu regieren, aber nur so weit, wie wir es zulassen. Das sollten uns immer wieder bewusst sein. So. Ja, was haben wir hier noch? Ja, zum Thema, was jeder tun kann, habe ich was Interessantes gefunden. Ich glaube, das war bei Reitschuster. Da geht es um das Thema Digitalisierung. Gegen technischen Fortschritt ist grundsätzlich nicht einzuwenden. Geht er in den meisten Fällen doch auch mit einer Steigerung des allgemeinen Wohlstands einher. So war es zumindest bis etwa um die Jahrtausendwende. In den letzten ein, zwei Jahrzehnten sehen wir hingegen eine exponentielle Zunahme dessen, was uns gerne noch immer als technischer Fortschritt verkauft wird, sowohl in Umfang als auch Geschwindigkeit. Tatsächlich aber ist der Grad der Technokratie oder etwas klarer ausgedrückt hin zum digitalen Überwachungsstaat. Ein äußerst schmaler Grad. Obergrenzen für Bargeld bis hin zu dessen vollständiger Abschaffung. Da sind sie ja gerade schon wieder dabei. Die Fäsern, die belegt ja schon wieder ganz laut, dass es noch weniger Bargeld geben soll. Monatliches Grundeinkommen gegen den Scan der eigenen Iris oder das anlasslose Sammeln von Bewegungsprofilen auf Handys sind mehr oder weniger bereits Teil unserer Gegenwart. Jetzt öffnet der Blick nach Großbritannien das Fenster für ein weiteres Kapitel, einer womöglich gar nicht mehr so fernen Zukunft. Auf YouTube kursiert seit Anfang dieser Woche ein Video, aufgenommen irgendwo in London, das den hehren Ansatz vom barrierefreien Einkauf ad absurdum führt. Allerdings auf seine ganz eigene Weise. Der Urheber des Videos kommentiert aus dem Off: Schauen Sie sich das an. Sie sind in London. Sie sind auf einer Geschäftsreise. Sie übernachten in Greenwich und Sie möchten etwas zu essen kaufen. Also gehen Sie in einen Aldi, zum Beispiel diesen hier. Und Sie denken, ich werde hier reingehen und etwas zu essen kaufen, damit ich was zu beißen habe. Und dann gehen Sie auf die Absperrung zu und sehen, ich komme nicht einmal in den Laden hinein, ohne einen QR-Code zu scannen. Nun, für mich sieht das aus wie der Beginn des digitalen Gefängnisses, über das wir immer sprechen. Was denken Sie? Ja, was denkt ihr? Also ich denke, dabei ist tatsächlich so, dass Aldi solche Projekt-Discount-Läden gerade eröffnet, wo man nur noch mit einer App reinkommt, die dann in Zukunft sicherlich die gute Menschen-App ist. Wer gefällig sein, das tut, was der Staat will, darf einkaufen gehen. Wer nicht, kommt nicht rein. Wer geimpft ist, darf rein. Wer nicht, kommt nicht rein. Wer die falsche Meinung hat, kommt nicht rein. Und so weiter und so fort. Nun, wir können dem begegnen. Ich lade euch ein. Es gibt tolle Läden in Bautzen, aber auch auf den Ländern, Rändereien, vor allen Dingen auf den Dörfern. Es gibt Erzeugerläden, es gibt Markt. Es gibt Läden, die sind inhabergeführt. Lasst den Aldi liegen.
geht dort einkaufen. Das soll er, ich denke mal, das ist eine Botschaft an Aldi. Wir stimmen, wir können abstimmen mit unseren Füßen, wir können abstimmen mit unserem Geldbeutel. Wer wird denn anfängen?